Hallo und herzlich willkommen zu Part 2 von meinem Let's Play Morrowind. Worum geht es denn? Nein. Ich bin immer noch bei Arillia und werde mir jetzt die restliche Rüstung kaufen. Ich brauche noch eine linke Schulterplatte, Stiefel und ein Brustpanzer. Dann nehmen wir hier den eisernen. Linke Schulterplatte. Links hat er nicht. Stiefel. Nur Netzschleder, oder? Also eine Beinschienen. Jo. Ich habe vergessen, wie das war. Wie immer sei. So. Jetzt noch eine Waffe kaufen, die auf uns passt. Beispielsweise die Hellebarde. Für mich jetzt. Oder was auch immer ihr mögt. Ich jetzt weiß ich auch das Speer. Sind im Prinzip gleich gut. Aber ich nehme die Hellebarde aus Gründen, weil das einfach cool aus. Was ich jetzt aber vergessen habe, jedes Mal zu tun, ist, den runter zu handeln. Was er jetzt aber anscheinend nicht will, das Arsch. Komm schon, ein Münze kannst du doch. Naja, wie man sieht, habe ich eine Rüstung von 12 und eine relativ passable Waffe. So, wenn man will, kann man hier noch weiter. Käme nicht auf die Nerven, Junge. Tammen hier Hafen von Blablanin. Ich glaube, das ist nichts Quest. Obwohl. Na, ich glaube nicht, dass das was Questrelevantes ist. Ah, hier. Unser Digger hier hat einen Quest. Dafür müssen wir diesen Fahrgott. Ausspionieren. Ich erinnere mich nicht mehr zu 100%, wo das Versteck war. Aber ich meine, es war in der Nähe vom Leuchtturm oder so. Oder hier. Dachte ich zumindest. Egal, gucken wir uns in der Nähe vom Leuchtturm um. Morrowind ist das höchste Gebot. Guckt euch um, wo ihr nur könnt. Da viele Höhlen, viele Sachen beherbergen, die man gut gebrauchen kann. Hier haben wir unseren ersten Kampf. In Morrowind ist das Kampfsystem relativ dem von Arena. Das heißt, man muss in bestimmte Richtungen, geradeaus, nach hinten drücken oder so, um verschiedene Angriffe auszuführen. Und ich hau jetzt einfach mal zu. Und wie man sieht, hat auch nicht jeder Angriff eine Wirkung. Da, ich sag zu oft, da verschiedene Waffen verschiedene Stoßeigenschaften haben. Ich weiß, also die Hellebarde haut von oben am stärksten zu, wegen der Schneide. Ein Speer, ich glaube, die späteren Speere stechen besser, ist ja klar, ist ein Speer. Claymores hauen gut zu oder sind auch von der Seite ziemlich gut. Da muss man seine Angriffe immer der Waffe anpassen, die man trägt. So, ich habe mir jetzt nicht gemerkt, wie das mit dem Fagott war. Ups, und ich habe schon wieder vergessen, den Timer zu machen. Ich bin so ein Idiot. Dann haben wir noch, 12 Minuten. Passt. Okay, gucken wir mal. So, man kann diesen Fagott auch den Ring bringen, den man am Anfang findet. Man kriegt ihn dann in dem Versteck wieder. Von daher gehe ich den mal einfach abgeben. Da man so auch noch etwas Gold nebenbei bekommt. Dafür, dass man so ein Halunke ist. Außerdem bekommt man dann bei Arillia. Oh. Ja, man bekommt einen Erlass. Man muss also weniger bezahlen, man kriegt mehr von Arillia. Peinlich, dass ich das vergessen habe. Ich habe so oft Morrowind gespielt.
Egal. Wenigstens haben wir jetzt einen Grund, in den Leuchtturm reinzugehen. Wie ich schon gesagt habe, in Morrowind sollte man immer gucken, dass man überall reinguckt. So Seelensteine sollte man immer mitnehmen, da Verzauberung immer eine gute Idee ist zu trainieren. Da Krankheiten ziemlich nerven können in Morrowind, wegen dem Bug, dass man, wenn man sie nicht schnell genug los wird. Ups. Sie nicht schnell genug los wird, ein kleines Problemchen bekommt. Und zwar, dass die Attribute beispielsweise stecken bleiben. Wenn man jetzt Stärke um 10 gesenkt hat und das nicht schnell genug heilt, bleibt Stärke auch auf 10 liegen. Deswegen sollte man immer Krankheitsheiltränke dabei haben. Wenn man das nötige Kleingeld hat. Oder sich selbst brauen, wenn man Alchemie nimmt. Ich weiß jetzt nicht, welche Zutaten Krankheitsheilung bewirken. Das wäre vielleicht ein Fall fürs Wiki. So, wo war der? Da. Und warten wir jetzt mal auf die Nacht. So. Ist das der Fagott oder? Ich kenne die hier von hier aus nicht. Sind glaube ich aber Dunkelelfen. Okay. Danke. Aha. Tür bitte zu. Das, darum kümmern wir uns später. Wo bleibt denn der jetzt? Ja. Meine Mutter. Ich frage mich jetzt, wo der bleibt. Ich hasse es zu warten. Ganz ehrlich. Ganz schön schneidiger Ritter sind wir hier. Nicht schlecht. Was auch Morrowind, wie gesagt, von Oblivion und Skyrim unterscheidet, ist, dass Attacken daneben gehen können. Sowohl Zauber als auch Nahkampf- und Fernkampfangriffe. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust mehr zu warten, deswegen jump ich hier mal runter. Was man auch schnell steigern kann, wenn man Level-Ups haben will, ist... Genau. Akrobatik. Man muss einfach nur springend durch die Welt. Hoppe die. Ah. Oh. Okay, gerade dann, wenn ich... Wenn ich weg wollte, fängt er an zu schleichen, unser lieber Fagott. Beobachten wir ihn also. Gott. Ich weiß nicht, ist der betrunken oder weiß er nicht wohin? Ja, ich glaube eher, das liegt an der Wegfindungsscheiße, die in Morrowind noch ziemlich unreif war. Die sich in Oblivion und Skyrim aber auch nicht viel verbessert hat, ehrlich gesagt. Ich meine, manche Quests sind immer noch so derb verbuggt. Zum Beispiel der... Meridia war das nicht. Vermina, glaube ich. Der Vermina-Quest in Skyrim. Ich hatte immer so einen üblen Bug. Ich musste cheaten, damit ich weiterkomme. Was mich zum Thema bringt, ich werde versuchen, nicht zu cheaten. Wenn ich jetzt aber stundenlang durch eine Höhle sause, werde ich nicht zulassen, dass ich von irgendeinem Stück Scheiße fertig gemacht werde. Daher... hoffe ich, dass ich das nicht benutzen muss. So. Und schon haben wir 300 Gold, die wir rücksichtlich abgeben müssen. Ein Dietrich und den Ring wieder. So. Schließen wir das mal. Gehen vor. Ja. Ran. Und lass uns bloß nicht anquatschen. So. Jetzt zurück zu Aurelia. Was guckst du? Ja. Nein. Zurück zu Aurelia. Zu Riska, der unbedingt sein Gold haben will.
Ich frage mich, ob er mir einen Anteil gibt oder ob ich mich blind hat. Möge der Wind in eure Segel. Ach, guck mal einfach mal. Oh, toll, ich habe 100 bekommen. Etwas, wenn ich. Ihr könnt alles andere, was ihr dort gefunden. Naja, wenigstens haben wir noch einen Dietrich bekommen und den Ring zu. Sorry. Den Ring zurück. Man sollte auch gucken, ob es nicht interessante Zauber gibt hier. Bei Aurelia. Magieresistenz, Wohltat. Das kann man gut gebrauchen. Daher, ja, wenn man will, kann man sich auch wieder Herstellung nehmen. Ich habe jetzt darauf verzichtet. So. Ich habe das Gefühl, dass in uns Verwandte sehen. Wenn du wirst, was ich dir angetan habe, Digga. Gut, also. Wenn man hier den Weg entlang geht, kommt man direkt an die erste Höhle. Ich muss davor warnen, wenn man sich nicht ausrüstet und nicht ein wenig Glück hat, kann die Höhle schnell in einem Desaster enden, denn da drin haust ein Magier mit ziemlich starker Magie, deswegen speichere ich hier mir direkt mal einen ab. Damit ich nicht sterbe und nochmal diesen Fagott. Faggot! Sorry. Beobachten muss. So. Die Frau ist nicht friedlich, wie man hört. Der erste ordentliche Kampf. Wahrscheinlich wird er so wie bei mir verlaufen. Man wird kaum treffen, sie wird kaum treffen. Au. Und achtet immer darauf, eine Waffe dabei zu haben, die auf euren Typen von Waffe passt. Scheiße. Ich mach dich fertig. Lampe. Guck nicht so. Blöde. Kuh. Stopp. Tot bist du. Und hier den Sklavenschlüssel. Ob man den jetzt mitnimmt oder nicht, das ist dem selbst überlassen. Also recht wertvolles haben die nicht dabei. Das ist eigentlich nur mehr oder weniger Kampftraining. So. Dann versuchen wir mal Wohltat zu casten. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren, da ich wieder Herstellung nicht trainiert habe, was man in dem kleinen roten Balken unter dem Magiesymbol erkennen kann. Das heißt, wenn ich überhaupt genug Magiepunkte habe. Und fehlgeschlagen, wie ich es mir gedacht habe. Fehlgeschlagen. Wie man sieht, es hat nicht geklappt. Deswegen sollte man auch den kleinen Ring der Heilung benutzen. Wirken lassen. Heilen. Jetzt hat er nicht mehr genug. Und da Feinde in der Nähe sind, muss ich weiter weggehen, bis ich geheilt bin, rasten. So, jetzt kann es auch schon theoretisch weitergehen. Wie man sieht, lädt sich im Gegensatz zu Oblivion und Skyrim auch die Verzauberung mit der Zeit auch wieder auf. Was ziemlich cool ist, meiner Meinung nach. Auch ein bisschen Cheating. Nur bei dem Ring. Bei späteren Verzauberungen wird man kaum das Glück haben, dass sie sich so schnell wieder... Scheiße, der Magier. Gut. Da. So. Erstmal muss ich mich selbst schützen. Und dann caste ich direkt. Und ich habe ihn gekillt. Also wenn man jetzt so wie ich den Nord genommen hat, kann man sich so ganz schön aus der Scheiße hier retten, indem man vorher auf sich selbst Schutz zaubert. Sich also mehr als Verteidigung bietet und ihn dann mit der Donnerfaust, ja, angreift. Dann ist er so gut wie tot. Da muss man nur noch ein paar Mal glücklich treffen und er ist tot. Und da ich cool bin und ich Khajiit hier noch ziemlich süß finde, freie ich einen heißen unsere Sklaven. Man muss es nicht tun, man hat eigentlich, soweit ich weiß, keine Vorteile dadurch. Man kann das aber machen, wenn man nett ist oder ja, unbedingt so eine Sklavenfessel haben will. 6 Rüstung. Ah, meine haben 20. Also wenn man keine Rüstung bei Aurelia findet, kann man das hier mitnehmen. Ich gehe da mal weiter durch die Höhle, denn ich bin mir sicher, dass hier mindestens noch eine Person war. Außerdem gibt es hier noch Loot. Da ist sie. Sie benutzt Wurfsterne, soweit ich mich noch erinnere.
Sie wird kaum Schaden anrichten, deswegen hat man auch hier wieder einen leichten Kampf. Wieder bei dem, wie gegen die erste dunkle Elfenfrau. Und oh, mich nerven die Anfangswaffen richtig. Ich vermisse meinen anderen Spielstand. Uff. Wie man sieht, steigert sich bei mehrmaligen Benutzen verschiedene Skills. Wie beispielsweise Speer jetzt. Haupt- und Nebenfertigkeiten steigen schneller im Gegensatz zu denen, die man nicht gewählt hat. Und die, natürlich, wie man sich denken kann, je niedriger die Fertigkeit, desto schneller steigt sie auf. Ups, und ich hatte keinen kleinen Lag. So, und jetzt noch alles schön durchsuchen. Hier, Skooma. Das müsst ihr immer mitnehmen. Das ist verdammt viel wert. Ihr könnt es zwar nur bei illegalen Händlern verkaufen. Und bei Khajiits. Aber dafür kriegt ihr so ziemlich gute Preise. Hier, Mondzucker auch immer mitnehmen. Ihr selbst werdet damit zwar nichts anfangen können, aber... War vielleicht doch, wenn ihr Alchemie macht, aber ich verkaufe es immer. Und in dieser Höhle findet man ziemlich viel davon. Und ich mache wieder einen kleinen Cut an dieser Stelle. Und gleich sollte es auch direkt weitergehen. Ich werde heute einiges aufnehmen und morgen den ganzen Tag rendern. So, speichern und bis bald.